Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie bei Let's Challenge Killer. Mein heutiger Gegner ist der Haus 500, beziehungsweise auf YouTube heißt du glaube ich Marcel Fußballfan, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Wenn ich da falsch liege, korrigiere mich bitte. Und der gute Marcel spielt mit Bayern 04 Leverkusen und natürlich bin ich auch heute wieder mit dem HSV am Start und mit dem ersten Pass in die Hacken. Leiten wir den ersten, oder leite ich den ersten Konter für den Gegner an. Ein mit Heung-min Son, den Ex-HSVer. Vor der Saison er für 10 Millionen Euro. Die Seiten gewechselt. Heute also zurück in der Intec Arena. Und da verstolpert Kiesing das erste Mal. Und unser erster Konter vor eigenem Publikum kann stattfinden. Shanalulu. Guter Ball für das Tor, aber der ist nicht schnell genug. Zweiter Ball. Nochmal Hakan gegen Donati, den italienischen Rechtsverteidiger. Leverkusen ist ja ein extrem spielstarkes Team, vor allem vorne mit Son, mit Sam. Sam, der ja in Real Life zur nächsten Saison zum FC Schalke wechseln wird. Wegen einer festgeschriebenen Ablösesumme im Vertrag. Das wird ja immer mehr und mehr Mode im Fußball, dass vor allem junge Spieler für extrem hohe Geldsummen oder in dem Fall auch für ein echtes Schnäppchen, für eine echte Schnäppchensumme den Verein wechseln können. Auf jeden Fall eine klare Verstärkung für den FC Schalke. Ein bisschen schade finde ich, dass Sidney Sam da Bayer Leverkusen verlassen wird. Und natürlich auch Stefan Kiesling ganz vorne nicht zu vergessen, um den Sturm von Bayer Leverkusen zu komplettieren. Und die Rothosen aber erstmal wieder im Ballbesitz mit Diekmeyer. Und da ist Hakan Shanalulu in den freien Raum gelaufen. Donati war da weit weg, aber der Pass zu ungenau. Jonathan Tah verliert den Zweikampf gegen Rolfes. Sam, übrigens auch ein Ex-HSVer aus der eigenen Jugend. Aber man hat ihm leider Gottes keine Chance in Hamburg gegeben, wie so vielen. Kopfballchance Kiesling. Heute habe ich mal wieder Dorobny im Tor. Begründungen könnt ihr den Part, den Matches zuvor entnehmen. Heung-min Son, aber Diekmeyer, der kennt den und läuft ihn dann locker den Ball ab. Van der Vaart, ach, das war ein Scheißpass. Von Jiracek war es, glaube ich. Wolscheid zurück zu Rolfes, wieder zurück zu Wolscheid. An dem Braten hat Jiracek diesmal, ne, Ilicevic war es, diesmal gebrochen. Das wäre ja etwas ekelig. Sebastian Bönisch, der polnische Linksverteidiger. Ja, die Außenverteidigerposition bei Leverkusen vielleicht so ein kleines Manko. Da sind sie jetzt nicht überragend besetzt im Vergleich zu den anderen Mannschaftsteilen. Mit Bönisch, Donati und Roberto Hilbert, der noch als Rechtsverteidiger spielen kann, sind sie jetzt nicht so stark besetzt. Mal wieder wird Lars Zogger geschickt, aber kein Problem für Bendeno. Deswegen war Leverkusen in der Winterpause, beziehungsweise schon vor der Winterpause, angeblich ja an Marcel Janssen vom HSV dran. Der für mich, ich habe es glaube ich schon mehrmals erwähnt, für mich in den letzten ein, zwei Jahren der von der Konstante her stärkste HSV-Spieler gewesen ist. Und es wäre ein bitterer Verlust, sollte Janssen wirklich den HSV verlassen. Hakan Shanalulu, um den Hagel ist ja auch in regelmäßigen Abständen Gerüchte wegen Vereinswechsel nach einer gerade mal halben Saison Bundesliga, während Lars Zogger zur 1-0 Führung trifft und er noch den Ball gegen das Mikro kickt und den Ball nochmal mitnimmt und ins andere Mikro kickt. Ach, schade, fast. Egal, 1-0. Pierre-Michel, lalala, Lars Zogger. Oh, da steht Jiracek in der Bande drin. Aber halb so wild, der HSV führt mal wieder. Bis jetzt waren die Spiele gegen euch, gegen die Abonnenten, ja recht erfolgreich. 4 Siege, eine Niederlage, beziehungsweise waren ja nicht nur Abonnenten-Matches, sondern auch ein paar Zufallsspiele dabei. Aber 4 Siege und eine etwas unglückliche Niederlage, wenn ich mal das hinzufügen darf. Und Aslan mit schöner Schussposition. Und auch heute geht der HSV mal wieder in Führung. Ab dem nächsten Spiel habe ich übrigens mal vor, den Verein zu wechseln und mit meinem zweiten Lieblingsverein zu spielen. Oh, Westermann.
Der muss natürlich reingehen. Kurios, kurios. Und ich hoffe, dass die EA-Server heute halten. Denn ich hatte heute Nachmittag schon ein, zwei Spiele, Freundschaftsspiele gespielt. Da ist einfach mal das PlayStation Network abgekackt und ich wurde rausgeschmissen. Und es hatte allgemein ein paar Verbindungsfehler. Ich hoffe, das hält hier stand. Lasogga! War es Lasogga? Ich glaube schon. Ja, war ja. Mit dem Thema Chancenverwertung fange ich jetzt mal nicht an. Leverkusen noch im Spiel. Und hier mit dem Fehler von Bönisch, den Ball auch noch wegkickt. Und dann doch wieder aufnimmt. Na komm, werf. Ah, da kommt Bäumenson. Gegen Iličević. Macht er gut. Kiesling verliert aber den Ball. Gut gekämpft von Iličević, aber Leverkusen immer noch im Ballbesitz. Iličević wieder vorbeigehauen. Gonzalo Castro. So, da geht er einfach mal durch. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Mit dem Kopf durch die Wand. Aslan. Çalhanoğlu. Jansen. Nochmal Jansen. Lasogga. Oh, der Ball war noch nicht im Aus. Van der Vaart reagiert zu spät. Hätte sonst den Ball vielleicht noch ablaufen können. Çalhanoğlu stark. Kennt man ja gar nicht von ihm. Vom sympathischen Deutsch-Türken, dass er so einen Körper hat. Und diese schöne Ball spielt. Das kennt man schon eher von ihm. Jansen. Oh, Bender riskant. Jiracek hat den Ball. Versucht Aslan zu schicken. Gelingt auch fast. Aber Toprak, immer Toprak. Aus der Freiburger Jugend. Dazwischen Kiesling. Gegen Lasogga. Mittelstürmer gegen Mittelstürmer. So ein Duell findet man auch nicht oft. Diekmeier. Lasogga. Ah, da kommt Aslan nicht dran. Lasogga extrem defensiv hier momentan. Interessant, interessant. Bönisch. Aber da ist in den Rücken gespielt worden von den Leverkusener Mitspielern. Deswegen nur so ein Schüsschen, kein Problem für Dorobny, der ja auch im Real Life die ersten, wahrscheinlich ein, zwei Spieltage auf jeden Fall, im HSV-Tor stehen wird zum Rückrundenauftakt. Das war abseits von, ich dachte schon, der pfeift nicht, von Lars Bender. Ach, das war ziemlich deutlich. Leverkusen spielt natürlich mit drei Stürmern. Ich sagte es schon mal in einem Spiel zuvor irgendwann, ich spiele ungern gegen menschliche Spieler im 4-3-3. Auch gegen den CPU allgemein, wenn die mit 4-3-3 spielen. Nicht so mein Lieblingssystem. Komme ich selbst nicht so gut mit zurecht und auch wenn der Gegner damit agiert, ebenfalls nicht so gut. Aber bis jetzt klappt es ganz gut gegen den Haus 500. Schöne liebe Grüße an dich an dieser Stelle, habe ich noch gar nicht gesagt. Schön, dass du heute mein Gegner bist. Beziehungsweise, wenn du diesen Part siehst, mein Gegner warst. Zweite Halbzeit ist noch nichts verloren. Castro. Lars Bender gegen Çalhanoğlu. Der haut sich heute in die Zweikämpfe. Schöner, gedachter Pass auf Sam. Aber da kommt kein Leverkusener Spieler ran. Jiracek. Lasogga. Ja, im genau richtigen Moment gespielt. Kein Abseits von Iličević. Aber gut gemacht von Bönisch hier. Und das war dann schlecht. Diekmeier. Ja. Was das war, kann ich selber nicht so ganz genau definieren. Aber müsste ich ein Adjektiv benutzen? Ich wollte jetzt Scheiße sagen, aber Scheiße ist kein Adjektiv. Vergesst, was ich sagen wollte. Zurück zum Spiel. Simon Rolf ist der Kapitän. Kiesling. Aber Leverkusen finde ich ja noch nicht so wirklich die Methode, durch die HSV-Defensive zu kommen. Vielleicht jetzt. Sam hat mal Platz. Aber Flanke kommt nicht. Oh, aber der HSV-Spieler verhält sich da ein bisschen dumm. Aber hat Glück. Denn Sam spielt den Ball irgendwie ins Tor aus. Deswegen Abstoß für Dorobny. Van der Vaart versucht zu verlängern. Und jetzt der Konter. Über Diekmeier. Iličević, Lasogga in der Mitte. Aber das alte Lied. War es wieder Lasogga? Ja. Mann, 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 im Real Life klappt das doch so gut mit Pierre Michel. Und wieder Lasogga. Schön durchgesteckt, Van der Vaart.
Was ist denn da los? Die verziehen alle viel zu hoch. Meine Fresse. Ich vergesse mal wieder die Tore zu schießen. Und das kann sich bekanntlich ganz schnell rächen. Aber erstmal wieder der HSV im Vorwärtsgang. Aber den hat Toprak mehr oder weniger sicher. Fehler von Lino. Und die nächste Schusschance. Hakan Calhanoglu. Dass er eine gute Schusstechnik hat, das wissen, glaube ich, mittlerweile alle Bundesliga-Zuschauer. Die zumindest regelmäßig den HSV sich zu Gemüte führen. Und nächster Ballgewinn von Hakan. Das ist Aslan. Das ist Van der Vaart. Muss durchstecken. Ah, gut gemacht von Toprak. Kriegt noch das Bein dazwischen. Jiracek, Laufwunder. Erneut mit dem Ballgewinn. Jetzt mal der Flügelwechsel stark. Ah, das war weniger stark von Jansen, aber wird gefoult. Und das gibt die erste Gelbe in diesem Spiel. Und ich glaube sogar die erste gelbe Karte im sechsten Aufnahmespiel. Jonathan Tah bringt den Ball hinein. Warum nicht? Kommt auch gut. Aber da war ein Leverkusener am höchsten gestiegen. Aslan. Ah, das war schwach. Muss ich sofort klären. Zorn gegen Jonathan Tah. Der hat natürlich einen starken, robusten Körper und macht das sehr gut. Nicht der schnellste, aber mit seinem Stellungsspiel macht er das mehr als weg. Calhanoglu, Aslan. Ne, Jiracek ist das. Nochmal. Oh, Jiracek kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Setzt aber nach. Bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Ilicevic. Der auf Diekmeyer. Ach du liebes Lieschen. Er ist vom Beruf Verteidiger, schon klar. Aber den kann man zumindest auch mal aufs Tor bringen. Komm, Ivo ist das. Ivo Ilicevic. Diesmal in den Strafraum. Legt zurück. Lasogga. Und endlich. Überfällig. Hier Michel Lasogga. Doppelpack. Leno sieht da nicht gut aus. Aber auch die komplette Leverkusener Defensive nicht. 2-0. Und ich denke, der Kies, der ist gegessen. Oder kommt Sidney Sam hier nochmal mit einem riesen Dribbling? Nein, kommt er nicht. Jansen. Jiracek. Lasogga. Jiracek. Diesmal steht Wolscheid richtig. Und Jiracek, den Braten hat er gerochen. Ah, das war abseits, schade. Außer nicht hinzugehen. Wow. Da hat eine Taste gerade etwas geknackt. Hat man vielleicht gehört. Sorry dafür. Gonzalo Castro, Leverkusen, versucht's nochmal. Über Heuminson. Bringt zumindest mal eine Flanke. Aber hinter Kette in Hamburg. Ballbesitz 50-50. 50-50. Also Leverkusen versucht mitzuspielen, aber kann sich keine Chancen herausarbeiten. Im Gegensatz zum HSV, die machen das gut. Eben Ilicevic. Eigentlich sollte der Richtung Ivo nochmal gehen. Aber halb so wild. Kiesling. Und wieder Sidney Sam. Bleibt erneut hängen. Marcel Janssen. Deutlicher Zweikampfsieger gegen ihn heute. Oh, jetzt mal ein Fehlpass von Diekmeyer. Castro. Aber auch er bleibt hängen. Die Leverkusener Angriffe verpuffen ziemlich schnell. Genau wie dieser HSV-Angriff. Aber kommt der Haus 500 vielleicht doch nochmal zurück, der Marcel. Und wieder Jiracek. Was der läuft, das ist der absolute Wahnsinn. Versucht Hakan nochmal zu schicken. Nochmal Jiracek. Behält die Übersicht. Aslan, Jansen. Doppelpass, ganz simpel. Flanke auf den zweiten Pfosten. Ilicevic, Direktabnahme. Volles Risiko. Leno auf dem Posten. Und nochmal Lasogga, aber das war ein ganz schwacher Schuss. Werden es mal wieder ganz kurz leckt. Danke, liebe EA-Server. Na, ich glaube, da muss man kein Prophet sein. Das Spiel wird der HSV mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit heute für sich hier entscheiden. Aber vielleicht können wir noch einen draufsetzen. Ne, so nicht. Ausdauer neigt sich natürlich auch bei beiden Teams langsam dem Ende entgegen. Deswegen schnelle Vorstöße. Nur noch schwierig möglich. Aber Leverkusen probiert es nochmal.
Die Flanke war gefährlich. Zweite Chance noch, den hat Bönisch. 4 Minuten Nachspielzeit. Und da kann im Fußball eine Menge passieren. Das hat die Vergangenheit immer wieder sich kristallisieren können. Das war jetzt kein gut Deutsch, ich weiß, aber Mann, ich spiele hier gerade FIFA, da laber ich halt nur Unsinn. Okay, ich laber sowieso immer Unsinn, egal was ich spiele oder was ich tue. Ach komm, hört auf! Warum tut ihr euch das überhaupt an? Oh mein Gott. So, jetzt nochmal Sydney Sam. Mit seiner Geschwindigkeit, gute Flanke. Aber wieder, diesmal Westermann war es, glaube ich, der dazwischen geköpft hat. Und das ist der Schlusspfiff, liebe Leute. Der SV gewinnt dieses Spiel 2:0. Lieber Haus 500, vielen Dank an dich fürs Spiel. Rückspiel heute nicht. Dafür bleibt mir heute keine Zeit, aber irgendwann später gerne wieder. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Spiel gegen mich. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch dieses Spiel angetan habt. Vielleicht schaltet ihr auch beim nächsten FIFA 14 Match wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Challenge Kinder. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.